Okay, guck, ich stelle dir jetzt eine Frage. Okay. Und wenn du mir die beantwortet hast, dann sagst du mir, welche ich die Frage den nächsten stellen soll. Okay, okay. Aber keine perversen Fragen. Nein, 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 nein. Okay. Okay, meine Frage an dich ist, wenn du ein Tier wärst, welches würdest du gerne sein wollen? Ein Affe. Safe. Warum? Weil ich finde Affen so geil, Bro. Also ist so voll die Standardantwort, aber überleg mal, nicht so ein ekliger Pavian so mit diesem riesen Hintern und so, sondern diese coolen Affen, diese kleinen, die so in den Bäumen hängen, die immer Touristen abziehen und so. Du bist, Bro, du bist frei, verstehst du, was ich meine? Okay. Du kannst machen, was du willst. Du sagst Standardanlauf, ich dachte, die meisten sagen immer so Löwe. Okay, nein, was, Bro, Affe, voll geil. Was ist deine Frage für den nächsten? Was war das tiefste, wo du jemals in Dispo warst? Der tiefste Dispo-Betrag, den du jemals hattest? Gut, die Frage stellen wir den nächsten. Was war das tiefste Minus, was du jemals auf dem Konto hattest? Tiefste Minus, was ich jemals auf dem Konto hatte? 1200 Euro. Warum? Ich hatte Klamotten gekauft mit Klarna, bei ASOS. Und dann haben die versucht abzuheben, da gab es ein Riesenproblem. Also Klarna, Finger weg, ist richtig schlimm. Was ist die nächste Frage, was ich den nächsten stellen soll? Ob er Feuchttücher benutzt oder normales Klopapier. Gut, alles klar. Rohat Breitenberg hat mir eine Frage gestellt, die ich dir stellen soll. Ja. Die Frage ist, benutzt du Feuchttücher oder Klopapier? Guck mal, ich sag euch die Strat. Erst wischt ihr euren Arsch ab mit ganz normalem Klopapier, bis ihr merkt, ihr guckt so auf Klopapier, bis ihr merkt, da ist nicht mehr so viel dran. Und so die letzten drei Zieher, damit man nicht so viel verschwendet, benutzt man mit feuchtem Toilettenpapier, damit alles nochmal clean ist. Das ist die Strat. Oder Wasser. Okay, du sagst mir jetzt eine Frage, die ich dem Nächsten stellen soll. Was ist das Schlimmste, was er je gemacht hat? So, wir haben jetzt hier den nächsten Gast. Islam, was ist das Schlimmste, was du jemals gemacht hast? Mich geprügelt in der Schule. Okay, dann reden wir später darüber nochmal zu Hause. Und was soll ich die nächste Frage stellen für den Nächsten? Was ist dein Hobby? Was er so mag gerne? Ja. So, wir haben jetzt den Bre, den ersten Hugo, den ich kannte. Bevor ich Lex Hugo kannte, kannte ich Hungriger Hugo, weil der Bre schneidet die Videos immer zusammen. Meine Frage an dich, die kommt von meinem Sohn Islam. Ja. Was sind deine Hobbys? Also Schneiden sieht man ja so an den Videos. Zum Beispiel Schneiden ist schon ein fettes Hobby geworden und bei mir so ganz klassisch Fußball eigentlich. Also ich habe so 10, 11, 12 Jahre im Verein gespielt. Und Fußball einfach so krasses, typisches Hobby. Früher als Kind noch so malen oder so, Freunden treffen, so klassische Sachen. Was ist die nächste Frage, die ich dem Nächsten stellen soll? Was ist deine peinlichste Geschichte, die dir passiert ist? Peinlichste Geschichte, ja. Die dir passiert ist. Okay, dann kriegt das der Nächste. Wir haben hier den nächsten Bre. Schneid raus! Das lässt du drinne. Neusi, ich frage dich jetzt eine Frage. Okay. Die Frage ist, was war dein peinlichstes Erlebnis? Boah, das ist sehr, sehr schwierig. Ich sag's dir, es ist richtig schwierig, weil du musst in die Vergangenheit gehen. Eine einfache Frage von Hugo. Hugo? Ja. Der Ekelhafte. Hugo, mach ihn nicht mehr in deine Videos rein. Ach, da ist er gar nicht drinne. Boah, okay. Ich weiß, was es ist. Das war damals in der Schulzeit. Da war eine Sportveranstaltung. Und ich stand mitten auf dem Platz. Und dann kam mein Kollege und hat mir einfach die Hose runtergezogen. Mitten auf dem Fußballfeld. Aber das waren so ein paar Sekunden und danach direkt wieder hoch. Aber das war trotzdem... Das war schon echt ekelhaft. Okay, hart. Was ist deine Frage, die ich dem Nächsten stellen soll? Okay, die nächste Person muss sagen, wie viel sie im Monat verdient. Die Frage, die wurde noch gar nicht im Internet gestellt. Das könnte sehr interessant werden. Naja, gut. Das war seine Frage. Tun wir. Hä? Bester Content? Okay, also Kalle, schau mal. Ich stehe nicht so auf diese Frage, aber wie viel verdienst du im Monat? Ich arbeite ja noch Vollzeit bei der Telekom und mache nebenbei ein bisschen was für Sydney. Netto oder brutto? Mach brutto. Keine Ahnung, Digga. Also netto ungefähr 3,5. Okay, mashallah. Die Frage, die ich als nächstes den Nächsten stellen soll. Okay, weiß man, wer der Nächste ist? Nein. Dann frag mal den Nächsten, was in den letzten zwei Wochen das Glücklichste war, was ihm passiert ist. Bei mir zum Beispiel, gestern haben wir die Klasse gehalten mit Bochum. Bochum, wer auch immer das ist. Aber gut gemacht. Und das ist die nächste Frage dann für den Nächsten. Was war das Glücklichste, was er in den zwei letzten Wochen erlebt hat? Jetzt haben wir hier den Evanio. Hallo. Ich stelle dir jetzt eine Frage. Ja. Frage vom Letzten ist, was war das Glücklichste oder das Beste, was du in den letzten zwei Wochen erlebt hast? Das hört sich jetzt sehr, sehr, sehr romantisch an. Ne? Aber meiner Frau Zeit zu verbringen war das Schönste, was ich die letzten zwei Wochen hatte. Oder auch mit Abu Zeit zu verbringen war auch sehr schön. Vor zwei Wochen gesehen. War ein richtig geiler Dreh mit dir. Ich habe meine Freundin so eine Woche nicht gesehen, meine Verlobte. Und mit ihr zu chillen, den Tag zu verbringen. Pokémon Go haben wir gespielt. Es war ein wunderschöner Tag. Beste. Was ist deine Frage für den Nächsten? Erzähl mal, was dein traurigster Moment war. Ich will deep. Ich will allgemein oder letzte zwei Wochen? Allgemein vielleicht übertrieben. Sagen wir zwei Wochen. So, wir haben jetzt hier Triton. Riton, nicht Triton. Oder Metin 2 damals, Triton-Schwert. Das schon. Und auch hier König Poseidon unten bei SpongeBob heißt auch einer Triton, der Sohn von ihm oder so. Ja, richtig, Triton, das stimmt. So, Schluss mit Smalltalk. Ich frage ihn jetzt eine Frage. Gut, meine Frage ist, beziehungsweise die Frage vom Letzten ist, was war das Traurigste in den letzten zwei Wochen, was du erlebt hast? Traurigste? Jetzt abgesehen von deiner Karriere. Das Traurigste in den letzten zwei Wochen. Ja, stimmt. Aber das ist nicht traurig. Doch, okay, schon traurig. Doch, ich hab meine Streaming-Area-Gegend geändert. Bin so halb umgezogen, noch nicht ganz. Und das ist ziemlich traurig, weil ich sehe meine Familie nicht so oft. Mein kleinen Bruder jetzt ein bisschen weniger als sonst. Vorher gestreamt im selben Zimmer mit ihm, während er geschlafen hat. Neben mir.
Und jetzt halt alleine ist ein bisschen anders. Das macht mich traurig. Der wollte erstmal nicht sagen, dass es traurig ist. Natürlich ist es traurig. Aber ist mir gerade nicht eingefallen, ich schwöre. Aber er hat mich gerade auf den Sprung gebracht wieder. Dann sag mir mal die nächste Frage, die ich dem Nächsten stellen soll. Okay, die nächste Frage. Was wünschst du dir für deine Zukunft? Boah, richtige Lehrerfrage. Ja. Wo siehst du dich in 10 Jahren? So ungefähr, warte. Was wünschst du dir für deine Zukunft, ist die nächste Frage. Ich stelle dir jetzt eine Frage und dann fragst du danach eine Frage für den Nächsten. Okay. Was ist das, was du dir für deine Zukunft wünschst? Boah, das ist eine sehr gute Frage, gell? Was wünsche ich mir für meine Zukunft? Ruhe. Ja. Okay, beschreib das nicht. Lass uns das so lassen, weil das ist gut, ich fühle das. Okay. Was ist die Frage für den Nächsten? Welchen Fehler bereust du aus der Vergangenheit am meisten? Das ist hart. Das ist die nächste Frage für den Nächsten. Was ist das, was du in deinem Leben am meisten bereust? So viel Zeit am PC verbracht zu haben. Fühl ich. Ja, fühl ich. So mein 19. Lebensjahr war ich nicht draußen, Mann. Ich will jetzt hier gar nicht so deep werden. Das war wahrscheinlich eigentlich so voll das lustige Video. Und ich so, hey, Digga, Mann, ich hatte keine Freunde. Okay, dann sag mir die Frage, die ich dem Nächsten stellen soll. Ist noch random, keiner weiß wer. Hm. Wen kannst du auf diesem Event überhaupt nicht leiden? Oh, Video kommt ja eh erst danach. Boah. Oder ist zu böse? Mach noch eine Liebe-Frage, so eine allgemeine. Welcher Mensch hat für dich die meiste Bedeutung? Habibi, das ist eine gute Frage. Welcher Mensch hat für dich die meiste Bedeutung? Aber das frage ich demnächst. Mach doch. Danke dir, Tanzi. Kein Problem. Wir sind jetzt mit Mert Abi. Meine Frage von dem davor an dich ist, welcher Mensch hat in deinem Leben die meiste Bedeutung? Mein Vater, direkt. Alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, alles, was ich strebe, habe ich von meinem Vater. Und alle Weisheiten sind von meinem Vater. Ich wünsche ehrlich jedem so einen Vater wie mein Vater, weil der hat mir wirklich sehr viele Sachen beigebracht. Wenn ich jetzt die Sachen alle aufzähle, das wäre zu viel, aber auf jeden Fall mein Vater. Ja, nicht alle haben das Glück, einen guten Vater zu haben. Und ich sage dir ehrlich, bei mir ist das Schlimme, das zu verkraften, dass ich, wenn ich irgendwann eines Tages daran denke, er wird ja eh eines Tages gehen, weil er ist älter geworden, wie ich das verkraften soll, Digga, weil ich habe so eine Bindung mit meinem Vater. Ich kann dir sagen, die Erinnerung ist das Beste, was bleibt. Ja. Mein Vater, seitdem ich 14 bin, verstorben, Al-Rahmo. Und ich habe noch krasse Erinnerungen. Also das ist das Wichtigste. Schön, und wenn du mir jetzt schon erzählst, viel von deinem Vater, dann hast du später inshallah Baba-Erinnerungen. Jetzt ist die nächste Sache. Welche Frage soll ich dem Nächsten stellen? Okay. Was ist der wertvollste Gegenstand, den du in deinem Leben verloren hast? Oh, gute Frage. Also nicht Gegenstand, ne? Ja, extra ja. Materielles. Ja, gerne Materielles. Gut. Guck mal, Hugo. Erstmal hallo. Hallo. Danke, dass du da bist. Ich stelle dir jetzt eine Frage und danach stellst du mir eine Frage, die ich dem Nächsten stellen soll. Also diese Frage, die ich dir jetzt stelle, kommt von einem davor. Die Frage ist, was ist der wertvollste Gegenstand, den du in deinem Leben jemals verloren hast? Mein Lebenswillen. weiß ich. Ah, doch, mein Kuscheltier damals, als ich Kind war. War der teuer oder hat es einen ideellen Wert? Nee, der war mein Kuscheltier halt. Okay, ist natürlich traurig, aber bist du drüber hinweggekommen? Ja. Hast du eine nächste Frage, die ich den anderen stellen kann? Wie lange ist dein Sch... Noch eine Frage? Was hast du heute gegessen? Okay, den nehmen wir. Wir haben jetzt hier Marc, der eigentlich dafür zuständig ist, die Leuten immer die Frage zu stellen. Die Frage... Erstmal, wer war der davor? Sag ich dir gleich. Okay. Vielleicht schaffst du es zu erraten, weil die Frage... Was hast du heute gegessen? Ich habe tatsächlich so eine Currywurst gegessen gerade im Hotel. War aber lecker. Currywurst-Pommes. Jetzt stellst du mir eine Frage, die ich dem Nächsten stellen soll. Ich bin ja echt nicht gut da drin, so Fragen zu stellen. Was? Ich dachte, wenn ich dir stelle, du wärst bestimmt so eine Baba-Frage. Nee, ey, wirklich, ich habe mittlerweile kaum noch Ideen für lustige, kreative Fragen. Oder irgendwas, was Leute interessiert. Also ich denke mir echt Gedanken, weil jetzt zum 100. Mal, wie viel Geld hast du auf dem Konto, was dein Bodycount, haben wir durchgespielt jetzt irgendwann. Jetzt muss was anderes kommen. Du fragst eine Person, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Gut. Das werden wir den nächsten fragen. So, wir haben jetzt hier Hamed, dir stelle ich eine Frage. Ja? Und danach stellst du mir eine Frage, die ich jemand anderes stellen soll. Okay. Wann das letzte Mal hast du etwas zum ersten Mal gemacht? Wann ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht habe. Stark, ja. Ich bin nach Thailand geflogen zum ersten Mal. Ja, ja. Stimmt. Passt, ne? Passt das? Das ist sogar sehr gut. Thailand. Das ist eine langweilige Antwort, aber stimmt. Nice. Das ist das Letzte. Das ist cool. Zeig mal her, was er bringt. Hey, das war ein Kopfüberschlag. Zeig mal her. Bismillah, vergiss nicht Bismillah. Okay, wir sind jetzt hier im Event. Ich habe vielen Leuten eine Frage gestellt. Wie findest du die Leute hier? Gut. Warum bist du mitgekommen? Weil ich mitgekommen bin. Warum? Weil ich will. Hast du eine Frage an die Zuschauer da draußen? Nein. Frag irgendeine Frage. Ich habe keine Frage, aber... Okay, hast du eine Frage an mich? Nein. Und damit ist die Fragerunde beendet.